Heute Busch auf Reisen. Das ist ein Neger beim Kreisen. Das ist ein heißes Eisen. Und das ist ein Busch auf Reisen. Busch auf Reisen kennt ihr nicht, macht nix, erklär ich euch. Das ist der traurige Onkel Busch. Der muss ganz alleine spielen, weil alle ihn total Moppelkotze finden. Und warum? Weil er immer alles kaputt macht. Hier, guck mal, finden die anderen voll gemein. Aber kein Problem, zum Freunde zurückgewinnen, in Fastfood-Tradition, mal kurz über den großen Teich geflogen. Zack, zack, schnell, schnell. Und wie gewinnt man seine Freunde zurück? Die Deutschen gewinnst du zurück, indem du eine schöne deutsche Sehenswürdigkeit besuchst. Mitten in Polen, freut sich der Deutsche. Dann ruckzuck nach Petersburg und die beleidigte Leberwurst Putin treffen. Schenkst du ihm einen schönen, du hast die Erlaubnis, die Tschetschenen zu killen, lecker, schmecker, Dauerlutscher. Da freut sich auch der Putin. Toll. Dann flott flott mit dem Air Force Pot weiter ins französische Evian. Beim G8 Getränkemarkt vorbeigeguckt und für die Weiterfahrt in die Wüste ein paar Wasserflaschen eingesackt. Dem Onkel Girac noch flink den Popo gestreichelt. So. Und dann ab in die Wüste gejettet und mit den Israelis und den Palästinensern eine Runde Mensch, ärgert euch nicht gespielt. Und schon ist wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Guck mal. Und das Allerwichtigste zum Schluss. Ab nach Katar und deinen Jungs das frische Wasser geliefert. So, haben dich alle wieder voll lieb. Wenn das so einfach geht, kann man ja schon mal schön vom nächsten Krieg träumen. Toll. Und nächste Woche mutig Busch mit neuer Friedensmission unterwegs zum Mars. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Klaus.